Willkommen zurück zu Let's Play Outcast. Mein Name ist Cutterslate. Wir sind hier in Adelpha und wir sind gerade dabei, den Gorgo zu besiegen. Das Problem ist, um diesen zu besiegen, brauchen wir die Hilfe von Oro. Und Oro will uns nicht helfen, bevor er seine Waffe samt Munition bekommt. Die Waffe haben wir bereits. Die Munition fehlt uns noch. Tja. Und um diese zu bekommen, wie man dann diese kommt, schaut euch am besten einfach die letzten Folgen an. Da ging es nämlich auch schon darum, wie man die bekommt. Wir müssen uns jetzt hier in so einen Tempel aufmachen. Und in diesem Tempel soll eine ganz besondere Sorte Pflanzen wachsen. Mit Hilfe dieser Pflanzen kommen wir an die Munition. Das Problem ist nur, dass bei diesem Tempel eine kleine, ja, Vorrichtung installiert ist, die Fremde davon abhalten soll, einfach so in den Tempel zu marschieren. Wir sehen ihn hier vor uns. Der taucht jetzt so langsam auf, wenn ich hier näher dran gehe. Das machen wir jetzt aber nicht. Wir müssen nämlich jetzt erstmal was anderes machen. Und zwar habe ich mich ein wenig schlau gemacht. Ich habe auch schon ein bisschen Offscreen gespielt. Hatte ja genug Zeit in den letzten 2-3 Wochen. So, jetzt hört man irgendjemand im Hintergrund mit der Bohrmaschine bohren. Das ist ganz schön. Immer während der Aufnahme. Ja, wie gesagt, ich habe ein bisschen Offscreen gespielt. Ich habe ein bisschen rumgetestet. Und wir müssen das jetzt nochmal machen. Das hier ist der versunkene Tempel. Der versunkene Tempel, da waren wir schon mal. Da gab es nämlich Oros Waffe, wenn ich mich recht erinnern kann. So, wir tauchen jetzt mal hier ab und sammeln es ein. Da hinten sehen wir übrigens diese Fische, die uns mit einem Biss komplett töten. Und das sieht aus wie Weihnachten, wenn man da mal näher hingeht. Da findet man jede Menge Gegenstände. Wir sollten da unbedingt am Ball bleiben. So, ich muss mal gerade Luft holen. Jetzt gehen wir mal runter hier. Ich sammle mal das ein, was hier in der Nähe liegt. Wenn ich zu nah an diese Fische komme, dann war's das. Dann ist Game Over. So, nichtsdestotrotz sammeln wir das Ganze mal ein hier. Nochmal kurz Luft holen. So, Freunde, jetzt muss ich was machen. Jetzt muss ich mal mit euch, mit meinem Stuhl, durch die Gegend drücken. Das könnt ihr zwar nicht sehen. Für euch steht jetzt gerade das Bild. Aber ich bin jetzt in diesem Moment an meinem Schrank und hole mir einen Zettel und einen Stift. So, da ist er. Jetzt muss ich wieder ranrücken mit meinem Stuhl. Ich weiß, das hätte ich alles schon vorher tun können. Da habe ich aber leider nicht dran gedacht. So, jetzt werde ich mir mal dieses Zeichen hier oben, was ihr da gerade seht im Bild, aufzeichnen. Das ist so ein komisches Zeichen. So, wenn ich auch besser zeichnen könnte, den ersten Zettel schmeiße ich schon mal in den Müll jetzt hier. Also so ein halber Kreis hier, da geht's runter und dahin, okay. So, jetzt tauchen wir nochmal hier. So, jetzt haben wir hier dieses Blub, Blub, Blub. Auf der rechten Seite diese komische Pyramide unten. Und hier ist so ein Ding. Zack und zack. Okay. Mit diesem Wissen, auf meinem Zettel gespeichert, richtig schön altmodisch, bleibt uns nicht nur die Luft weg, sondern wir können jetzt auch zum Tempel gehen. Und das machen wir jetzt. So, jetzt erstmal wieder trocken werden hier. Und jetzt gehen wir direkt zum Tempel. Oder? So. Und dann bin ich mal gespannt, ob das auch so klappt, wie ich mir das vorstelle. Hier im Norden, da ist jetzt dieser besagte Tempel. In diesem wachsen diese Pflanzen. Was fremdes Material geordnet, oder? Oder? Zeigst du mir bitte? Zeigt mir nichts. So. Ihr lieben Freunde, liebe Schwestern. Die Kristalle sammeln wir natürlich noch ein, das ist ja ganz klar. So, da hinten ist nochmal dasselbe in grün. Auch das wird eingesammelt, sehr schön. Jetzt sind wir hier im Tempel. Und wenn wir hier jetzt durchrennen, dann passiert eins. Dann werden wir bei lebendigem Leibe geröstet. So, um das zu vermeiden. Ups, jetzt habe ich mir aus Versehen Verbandsgas reingehauen. Ist ein bisschen ärgerlich. Ups. Weil unsere Gesundheit war zwar schon angeschlagen, aber nicht so, dass wir hätten einen Verbandswechsel schon gebraucht. Ist jetzt egal. Ich speichere jetzt erstmal ab. Bevor dann wieder was schief geht. Und dann machen wir mal hier die K79,
Ihr müsstet, die letzte Abspeicherung müsste bei euch die 77 gewesen sein. Die 78 habe ich offscreen gespielt. Aber damit ich selbst nicht verwirrt werde. So, jetzt seht ihr da hinten diese runde Tafel. So, wie kam ich denn da hin jetzt hier? So, wo ist das heilige N? Jetzt kommt das. Oh yeah, baby. Willkommen. Verdammt, ist das heiß. Das ist heiß hier, ja. Rotes Helidium. Aber heiß, das ist aber heiß. Ups. Wie komme ich denn da drüber? Sagst du mir da eines, wie komme ich da drüber? Hier verliere ich Energie. Hup. Das hört sich ja lustig an. Hup. Ich will da drüber, Mann. Da oben ist was. Das gibt's doch nicht. Wenn ich da jetzt drüber springe, dann... Es geht. Yeah. Ein Bojard. Genau, das haben wir gebraucht. Noch ein Bojard. Steine. Gibt's hier noch mehr Bojard? Da. Drei Bojard. Rotes Helidium. Yeah. So, und jetzt müssen wir hier wieder zurückspringen. Bevor ich völlig verende. Da liegt ein toter Talaner. Der hat's da übrigens auch drauf geschafft. Ups. Wir sind gefangen. Jetzt muss ich das nochmal anschießen, oder was? So, zack. Zack. Ich glaube, das haben wir falsch gemacht jetzt. Wir probieren's. Nee, ich habe falsch geschossen und da verbrauche ich natürlich schon meine ganze Munition. Das ist doch total ekelhaft. Und übrigens ist es hier drin auch noch ganz schön warm, sehe ich gerade. Also als erstes das hier, ja. Als zweites dieses Zeichen hier. Dann das hier. Sag mal, das gibt's doch gar nicht. Beim ersten Mal hat es geklappt und jetzt klappt es nicht mehr, oder was? Und ich verballer wieder mal meine ganze Munition. Also, als allererstes das hier. So. Als zweites das hier. Als drittes kommt das hier. Und das hier. Mann, ich hab das doch richtig gedrückt, ey. Verdammt, ist das heiß. Wie komme ich denn da wieder raus jetzt hier? Verdammt, ist das heiß. Hup. Warum hupst du immer? Gibt's hier einen Hinterausgang oder was? Nein, gibt's nicht. Warum leuchtet es da so komisch? Oder muss ich es jetzt in der anderen Reihenfolge machen? Wer weiß das schon? Verdammt nochmal. Wir haben auch keine Verbandscash-Päckchen mehr. Es ist zum Verrücktwerden. Wir probieren das jetzt nochmal. Ja, und zwar hier. Das ist das erste. Das zweite ist das hier. Das dritte ist das hier. Und dann kommt nicht das, sondern das. Mann, bin ich blöd oder was? Es geht doch. Scheiße. Ich habe aufs Falsche geschossen gehabt die ganze Zeit. Und jetzt haben wir ein echtes Problem. Denn ein Schuss langt und wir sind tot. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir gar nicht.
Soll ich jetzt wirklich abspeichern? So kurz vorm Sterben. Wer kann mir denn jetzt mal Verbandspäckchen verkaufen? Oder der Schamane, der kann uns auch heilen, natürlich. Natürlich, dann gehen wir zum Schamanen, der kann uns heilen. Und wir müssen halt noch Verbandspäckchen organisieren. Keine Ahnung, wie ich die jetzt kriegen soll. Aber that's the way. So. Wir kommen in der Fischerstadt. Wir sind wieder da. Ich schaue noch mal gerade in mein Inventar rein. Und guck mal nach den Bojard. Die müssten ja hier eigentlich aufgeführt sein. 4 Bojard, genau. Sehr schön. 4 Bojard haben wir. 5 brauchen wir. Aber ich würde sagen, wir gehen trotzdem erstmal wieder zum Schamanen. Der muss uns heilen. Bevor wir wieder hier irgendwo runterstürzen oder sonst was. Und das war's dann nämlich. Das ist jetzt primär. Stabile organische Energie geortet. So, der Schamane müsste da hinten irgendwo sein. So, mein Lieber. Da müssen wir irgendwo eine Leiter hochgehen oder was? Da vorne. Hier vorne ist es. Diese Geräusche ist nicht mein Magen, das ist wie gesagt eine Bohrmaschine, die irgendein Nachbar jetzt netterweise benutzt. Hier hoch geht's. So, hier hoch. Immer höher. Da ist niemand. Ich hatte eigentlich eine Erinnerung, dass der Schamane hier irgendwo zu finden war. Ich kann mich natürlich auch wieder irren. Das werde ich auch getan haben. Sehr ärgerlich, das Ganze. Da ist jedenfalls kein Schamane. Hier geht's noch höher, genau. Das sieht doch gut aus. Gute. Heile mich. Ich habe eine Frage. Könntest du mich heilen? Ja. Es wäre mir eine Ehre, Ulukai. Heile mich. Los, heile mich. Der Macht von Grayskull. Okay, Leute, kleiner Spaß am Rande. So, ich würde gerne noch mal mit dir reden. Ja. Entschuldigung, Kumpel. Was ist Milea? Das ist der Weg, den die vier Phantasmen gehen, wenn sie harmonisch miteinander existieren. K ist das Phantasma der Luft. Ganda, das Phantasma der Erde. Fee, das Phantasma des Feuers. Und Eloi, das Phantasma des Wassers. Okay. Wenn alle vier Phantasmen den Weg von Milea gehen, dominiert keines ein anderes. Und wir auf Adelphe haben einen guten Mond. Wenn sie sich nicht auf diesem Weg befinden, kommen gewöhnlich Stürme und großes Leid über uns. Kannst du mir etwas über das Darosham sagen? Früher war es ein großer Tempel, der vor Tausenden von Monden gebaut wurde, um den Fetalanern bei der Umkehrung zu ihrem ursprünglichen Phantasma behilflich zu sein. Du meinst, es half ihnen zu sterben? Ja, es ist eine fröhliche Zeremonie. Fetalaner unterscheiden sich von den anderen Phantasma-Talanern, weil das Fee-Phantasma begierig ist zu kämpfen. Wenn diese Talaner nicht im Kampf sterben, irrt das Hazardes ihres Phantasmas noch viele Monde nach ihrer Umkehrung im Land umher. Und wie hilft das Darosham dabei? Alle Fetalane, die nicht im Kampf oder durch Krankheit gestorben sind, wurden in das Feuer des Darosham gelegt, sodass ihr Phantasma zum Jod-Fee zurückkehren und ihr Hazardes in Frieden ruhen konnte. Ich glaube, ich verstehe. Das Phantasmarad hinter dem Feuer bewacht eine sehr heiße Kammer, in der die Lava, die das Feuer schürt, aus dem Erdreich aufsteigt. Ich war niemals hinter dem Rad, aber ich weiß, dass es dort sehr gefährlich sein muss. Wo ist das Darosham? Südlich der Stadt. Armer Zidar. Sein Freund soll diesen Monat dort umgekehrt werden. Ich wünschte, ich könnte ihn retten. So.
Das hätten wir natürlich uns schon früher anhören müssen, denn in diesem Tempel, von dem er gerade sprach, da waren wir ja eben gerade und da lag auch dieser tote Talaner. Das wird wohl der gewesen sein, den er meint. Naja, wir haben das halt jetzt erst gemacht, macht ja nichts. Das Wichtige ist ja, dass wir unsere Pflanzen gefunden haben und die haben wir gefunden. Könntest du mir etwas mehr über dieses Hazardes erzählen? Das Hazardes ist das Phantasma eines umgekehrten Talaners. Anstatt friedvoll zu den Jods zurückzukehren, versucht es jedoch, eine letzte Aufgabe zu erledigen, damit es seine Bestimmung erfüllen kann. Bestimmung? Ja, alle Talaner glauben, dass unser Phantasma eine Bestimmung hat. Etwas, das es erledigen muss, bevor es zurückkehrt. Wenn es vor seiner Zeit umgekehrt wird, verlässt es den Körper und begibt sich unter ständigem Schreien an einen Ort oder zu einer Person, die es hätte aufsuchen müssen, bevor es umgekehrt wurde. Es ist sehr traurig. Sehr schön. Also, es ist natürlich sehr traurig, aber es ist auch sehr schön, dass wir jetzt hier endlich mal weitergekommen sind. So, Freunde. Ich werde jetzt gleich nochmal speichern. Und dann gilt es, das letzte dieser Pflanzenteile zu besorgen. Ich weiß auch schon, wo es ist. Ich habe ja gesagt, ich habe so ein bisschen was offscreen gemacht. Ich werde erstmal speichern jetzt hier. Und möge der Speichervorgang beginnen. So, da nehmen wir mal die K80, schon 80 mal gespeichert. Unglaublich. So, dieser Kollege hat uns hier zum Oro gebracht. Was ist denn mit diesem Kollegen hier? Ich habe gehört, du hast einen Freund, der an das Darosham geschickt wurde. Ja. Wann ist er dorthin gebracht worden? Diesen Mond. Also ist er noch nicht umgekehrt worden? Nein. Wenn ich ihn sehe, werde ich versuchen, ihn zu befreien, in Ordnung? Bitte. Ich habe ihn schon gesehen, er ist tot. Ey, ich will... Ach, scheiße. Kletter hier wieder hoch, Mensch. Sag mal. Irgendwas stimmt mit dem Cutter Slate nicht. So, ich will jetzt hier hoch jetzt, Mensch. Ach Mann, jetzt bin ich hier ins Wasser geplumpst. Und das ist doch hier in dem Spiel immer so eine Scheiße. Das wissen wir doch alle. Ja, dann sammeln wir halt alles mal ein, was da so rumliegt, ne? Bleibt ja nichts anderes übrig. Was ist denn das eigentlich? Sieht aus wie irgendwelche Minen. Ich gehe da besser nicht zu nah dran. So, jetzt sind wir da schön rumgeblumst. Lavin Ho, ja. Dir auch einen schönen Tag. So, wir müssen jetzt leider den blöden Umweg gehen, weil ich an diesem Steg nicht mehr hochkam. Aber das macht ja nichts. Auf jeden Fall haben wir aber seinen Freund gefunden. Und seinen Freund hat er aber tot gelegen. Und das würde ich ihm jetzt gerne ausrichten. So, dass es dann vielleicht in der Story weitergeht. Das müssen wir mal sehen jetzt hier gleich. Weil bis hierhin habe ich es nämlich nicht mehr offscreen gespielt. Das heißt, es ist wieder absolut blind momentan. So, die Kristalle lassen wir jetzt mal liegen. Scheiß auf die Kristalle. Wir wollen wieder hier hin. Und jetzt so tun, als wäre ich beim Tempel gewesen. Oh, ich habe deinen Freund entdeckt. Warum redest du nicht mit mir? Da springt er ins Wasser. Warum? Redet der nicht mit mir? Was ist mit dir los, Alter? Was ist mit dir schiefgegangen? Er
will nicht mit mir reden, der Sauhund. Nee, mit dir will ich auch nicht reden. Warum so? Ich würde ihm jetzt eigentlich nur gerne sagen, dass sein Freund verendet ist. Den habe ich nämlich in diesem Tempel gesehen, die ja auch. So, und der bringt es wieder zu Oru. Sankaro. Was ist denn Sankar? Was kannst du mir über Sankar sagen? Die meisten Sankar in dieser Gegend wurden gefangen. Kroax zwingt uns seit Hunderten von Monden, Sankar als Nahrung für seine Krieger zu fangen. Sie werden schwach, wenn sie nicht genug essen. Aber jetzt sind die meisten Sankar verschwunden. Und was fangen wir jetzt? Es gibt immer noch verschiedene Sankar-Arten. Aber am meisten kommen hier die tödlichen Sanekta vor. Man kann sie leicht finden, da ein Teil ihres Rückens aus dem Wasser ragt. Wenn du außerhalb der Schutzzone des schwimmenden Zauns ins Wasser gehen solltest, wirst du sehr schnell von einem dieser Sankar umgekehrt werden. Dann sollte ich wohl besser aufpassen, wo ich baden gehe. Ja, man kann außerhalb des schwimmenden Zauns nur in der Nähe eines Bootes schwimmen. Die Sanekta sind schlau und fürchten die Boote, weil wir sie damit normalerweise fangen. Aber wenn du dich zu weit von dem Boot entfernst, bist du in großer Gefahr. So, jetzt haben wir auch nochmal eine Geschichte über diese Fische gehört, die uns mit einem Bissen töten. Vielleicht will er jetzt mit uns reden. Nein, will er nicht. Das ist sehr, sehr ärgerlich, dass der Kollege jetzt nicht mit mir reden will. Vielleicht bin ich auch gerade auf dem Holzweg und ich muss gar nicht mit ihm reden. Aber ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir eine kurze Pause. Und schon in wenigen Tagen geht's weiter. Diesmal wird es keine so lange Pause sein. Vielleicht eine Woche. Ich habe mir wie gesagt vorgenommen, jede Woche eine Folge Outcast mindestens zu machen. Bis wir am Ende angekommen sind. Und momentan sieht es so aus, dass ich einige andere Projekte sowieso in Kürze abschließen werde. Das heißt auch mehr Zeit habe. Dann wird es auch wieder mehr Outcast geben, dann werden wir auch dieses Rätsel, dieses Spiel lösen und zum einen erstmal den Gorgor besiegen. Gut, ich wünsche euch was und falls ihr das seht, je nachdem wann ihr das seht, wünsche ich euch auch noch ein schönes Wochenende. Bis dahin, macht's gut, ciao.